Hallo Freunde, hier ist wieder der Schur Talk. Weiter geht's in der Hyperliga und zwar im Remix Cup. Heute mit Schlaraffel, Irokex und Gala Flunschleg. Schlaraffel nehmen wir heute mal in die Führung. Normalerweise habe ich ja, wie ihr wisst, Gala Flunschleg vorne, aber das drehen wir heute mal und dann wollen wir mal gucken, was da rumkommt. Dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal rein in den Kampf, ne? Let's go! So, Schlaraffel in die Führung. Gegen, Victini, der Kleine, der sieht immer so unscheinbar aus, aber hat auch ziemlich faustdick in den Ohren. Lass mal gucken, dass wir den loswerden. Der kann nervig sein. So, wir haben das mal aufgeladen, dann gehen wir rüber in Gala Flunschleg, da sind die Sofortattacken effektiver. Und zünden einen Steinhagel. So, mal gucken. Du lädst da drüben schon auf ohne Ende. Mal gucken, ob es dir schon ein Schild wert ist. Jo, das möchtest du schon wegschilden, okay. Du gehst raus, okay, du hast aufgeladen. Du hast, glaube ich, diesen V-Generator, wenn ich mich richtig in... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich komme nicht drauf. So, Steinhagel. Steinhagel, rüber, komm. Gala Flambion. Hängt die Verbindung jetzt, oder was? Na, nun komm. Hau rüber, das Ding. Jawohl. Sehr effektiv, sehr gut. Sehr schön. Ja. Da kannst du mit dem Kopf nicken, was du möchtest. Da gibt es noch einen Stein. Ah, schade. Aber das wäre wahrscheinlich auch zu vieles Guten gewesen. Wenn ich jetzt noch zum Steinhagel gekommen wäre, muss ich schilden, ne? Ja. Nicht, dass Lawine mich noch überrollt. Das wäre ja gar nicht schön. Jetzt ein Steinhagel, dann nehme ich dich aber schon mal raus. Das Victini habe ich aber im Hinterkopf, dass es eine Ladeattacke parat hat. Das darf ich nicht vergessen. Aber erstmal reicht es hier für unseren Freund Flampi. Den haben wir erstmal weg. So. Und ein Stahlobor kann auch immer sehr nervig sein. Aber mal gucken, ob ich dich mit dem Steinhagel hier noch ein bisschen locken kann. Zweites Schild wäre sehr schön. Das würde ich mir sehr gerne schon mal von dir mopsen. Ah, klappt nicht. Muss ich rüber. Schlaraffel. Du musst es richten. Mit einem Knirscher. Gucken, was der so reinschlägt. Ah, den Schild ist schon. Den Knirscher möchtest du anscheinend nicht. Na, wenn es denn so ist. Jetzt testen wir das mal mit dem Body Slam. Du hast ja keine Schilde mehr. Jo, mal gucken, was das so bringt. Ja, Knirscher ein bisschen. Oha, er ist ein ganz wilder Weckler. Da ist ja sein Victini wieder. Ich weiß ja nicht, was er mit dem davor. Wäre so schön gewesen, ne? Ich weiß ja nicht, was der da drüben so alles auflädt, aber der muss ja schon bis unter die Haarspitzen aufgeladen sein. Okay. Knirscher, ich dachte, du hast schon zwei Stück aufgeladen bei der Menge, was du da gemacht hast, aber naja, ist recht. Dann kommt jetzt ein Knirscher für dich. Der fetzt nämlich so richtig rein. Da hast du ja auch schon deine zweite Attacke. Ich habe kein Schild mehr. Mal gucken, was dieser V-Generator macht. Kann ich gar nicht einschätzen. Oh, tut mir schon weh, aber komm, ich farm dich runter. Ich farm dich jetzt einfach runter. Und dann habe ich noch... den Body Slam hätte ich geschafft, aber ich wollte eigentlich zum nächsten Pokémon meine Ladetage mit rübernehmen. So ein Mist, das hat nicht geklappt. Schade. Aber gut, sei es drum. Wir haben noch ein volles Irokex und ein halbprächtiges Flunschleg. Das haut schon hin, das passt schon. So, du bist erstmal weg. Dich habe ich schon mal raus. Wen hast du da noch? Ach ja, so ein halbes Stahlobor. Ja, das passt. Das passt. Da kannst du jetzt gerne mir noch einen rüberpfeffern. Ich habe noch Irokex, das passt. So, Schlagbohrer tut richtig weh, weiß ich. Nimmt mich raus, aber ist egal. Ich habe Irokex. Und das tut dir jetzt ziemlich weh. Jo. Irokex, komm. Schlagbohrer muss jetzt aushalten. Das wäre ja. Also, hallo? Ja, okay. Geht problemlos. Hätte schon gedacht. Das wär's ja noch gewesen, ne? Er mit deinen 15% Stahlobor da auf einmal mein ganzes Team noch weg. Aber nee. Das hat noch gut hingehauen. Das wäre ja was gewesen. Jo, okay. Schlaraffel in der Führung, in der Hyperliga. Müssen wir erstmal testen. Habe ich ja in der Superliga gespielt, im Remix Cup. Also da war das ja hervorragend. Man konnte nichts Besseres in der Führung spielen als Schlaraffel. Ob das in der Hyperliga-Remix auch so ist, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber wir probieren es doch einfach mal. Außerdem kann ich ja nicht immer dasselbe Set hier spielen. Ihr wollt ja auch ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Spaß, ein bisschen Fun haben, darum geht es ja im Endeffekt. So, Libeldra. Ja, der taucht auch überall auf, ne, Libeldra. Den habe ich jetzt schon so oft gehabt. Libeldra, was machen wir denn mit dir? Drangklaue. Tut mir gar nicht weh.
Wollen wir mal gucken. Jetzt kriegst du gleich mal große Augen da. Du wirst gleich große Augen machen. So, Bodyslam rüber, komm. Jo. Okay, da sind die Augen nicht groß genug, aber da werden wir nochmal nachpfeffern. Da werden wir nochmal nachpfeffern. Noch ein Body. Kommt es auch zur Attacke. Ich sehe schon, wir werden uns hier gegenseitig jetzt hier bombardieren und keiner von uns wird ein Schild einsetzen. Weil beide Seiten anscheinend wissen, dass uns das nicht rausnimmt. Ich müsste mal zum nächsten Mal zum Knirscher mal gucken, ob ich da was locken kann. So, jetzt geht das mal Body Slam. Wird er nicht schilden? Wird er nicht schilden? Das ist mal nett, danke. Da möchtest du mit Libeldra aber nicht weiterkommen. Das müssen wir aber verhindern. Das müssen wir verhindern. Da muss ich auch schilden. Nee, Libeldra. Die wollen wir doch erstmal wegkriegen, ne? Jo. Schöne Schild für die Drachenklaue. So, und jetzt gibt's einen Knirscher. Jetzt ist Überraschung. Überraschung. Jetzt kommt der Knirscher. Du denkst, das ist wieder Body Slam, ne? Und? Mist. Geschildet. So ein Mist. Schade. Schade. Ja. Ach komm, dich will ich wegkriegen. Dich will ich wegkriegen. So, pass jetzt nochmal. So, nochmal. Komm. Knirscher. Jetzt. Ja, jetzt gibt's Augendruck. Achtung. Los, komm. Und tschüss. Nicht ganz. Reicht nicht ganz. Hätte ich hier gedacht, reicht. Komm. Nein, er kommt noch zur Attacke. Schlaraffel, überlebst du das noch, die Drachenklaue? Ja, passt ja noch. Ja, wunderbar, dann fahre ich hier runter und hab jetzt noch eine Attacke wieder für deinen nächsten Kumpel da am Start. Wen hast du denn noch da? Habe ich jetzt nicht geguckt, aber Body Slam einfach mal blind gedrückt. Gucken, ob es gut war. Knirscher wäre wahrscheinlich besser gekommen. Gehe ich rüber in Irokex. Der macht ihn jetzt so richtig fertig. Das hat er auch gemerkt. Jetzt geht er raus. Ein Bisaflor. Da müssen wir noch Schmarotzer rüberziehen. Bisaflor gibt es hier auch ohne Ende. Der nervt mich auch total. Taucht permanent auf. Meistens gewinne ich gegen ihn, Gott sei Dank. Aber irgendwie stört er mich. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie stört er mich. Schade, ich wäre nur noch zum Steigungshieb gekommen, habe ich gedacht. Aber du kommst vorher. Na, Flora-Statue wäre es sonst, oder? Matschbombe. Okay, wenn das denn so ist. Schwächt mich zwar ab, die Matschbombe, aber ich kriege hier noch einen Steigungshieb rein. So, komm. Bringt ja gar nichts. So ein Mistding. Was ist los, Kollege da drüben? Hallo? Du warst doch gerade auf der Siegerspur. Was hat er gesehen, was ich nicht gesehen habe? Warum ist er rausgegangen? Vielleicht hat er Telefon gehabt. Also, kann ja auch alles sein. Na gut, sei es drum. Sieg ist Sieg in der Statistik. Gut für unsere Punkte, die wir noch nicht sehen können. Sehen wir ab Rang 20, dann wollen wir mal gucken. Gehen wir nächstes in den Kampf rein. Da mal Feuer frei. Leider spiele ich hier gegen niedrige Leute. Das ist gar nicht gut. Da habe ich mehr zu verlieren als zu gewinnen. Ja, Macho. Das ist doch nicht so gut, ne? Mit Macho hier. Da muss ich jetzt mal aufladen und raus. So, Irokex. Komm. Und er lädt auf da drüben. Wuchtschlag, ne, Kollege? So viel aufgeladen, das ist doch kein Kreuzhieb. Niemals. Wuchtschlag. Siehst du? Wusste ich so. Also das tat richtig weh, ne? Hätte ich bloß ein Schild investiert. Ich habe doch gewusst, dass es ein Wuchtschlag ist. Zieht mein Irokex raus. Ja, so kann man auch schon mal ein Match verlieren, ne? Aber so ist das, Freunde. Man muss sich entscheiden und manchmal ist es dann einfach die richtige oder die falsche, die dann über Sieg oder Niederlage entscheidet. Was willst du machen? Naja, gut. Ärgerlich. Na, versuchst du den Trick nochmal mit Wuchtschlag, diesmal schilde ich. Ganz egal, was du rüber schmetterst, Alter. Ja, genau. Du denkst, ich falle da zweimal drauf rein, ne? Das kannst du aber komplett vergessen, Kollege. So läuft das nun auch wieder nicht. Nur weil ich mir da einmal einfangen lasse, mache ich das nicht zweimal. Da musst du dich schon ein bisschen mehr anstrengen, damit du das Match hier gewinnst. So einfach gebe ich hier nicht auf. Ja, und er lädt auf und er lädt auf. Und guck dir das an, wie der Hammer da drüben. Mann. Na, noch ein Wuchtschlag? Hast du nur Wuchtschlag? Das ist ein bisschen anstrengend, oder? Tjo, dann. Dann noch ein bisschen Stein drüber. Gucken wir mal. Jo, passt.
Du hast aber noch ein Schild, das müssen wir noch wegkriegen, ne? Aber ich habe noch ein Steinhagel gleich paar. Das schaffe ich. Ich gehe jetzt mal rüber. Genau. Ja, mach mal anders. Machen wir anders. Glurak spielen auch viele. Kann auch nervig sein. Hast du denn Lohe-Kanonade, Kollege? Was haben wir denn da drüben? Aber bevor du zur Attacke kommst, guck mal, aber er ist ein ganz schneller Wechsel, ne? Er wechselt hier ganz schnell. Jo, das macht aber nichts. Gucken wir mal. Ich habe mich für Knirsch entschieden. War das eine gute Idee? Ist eh ein Schild, wissen wir nicht. Verteidigung sinkt, das ist sehr angenehm. Hakt ein bisschen bei dir da drüben die Verbindung, ne? Stand es auch ein bisschen lange rum. Aber ist recht. Was kann ich auch für eine schlechte Verbindung haben, ne? Das soll man sich echt wundern. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe ja früher auf dem iPhone gespielt und da war, naja, Verbindung manchmal ging so, aber seitdem ich jetzt auf meinem neuen iPad Air 4 spiele, das schnuckelt und zuckelt hier, da habe ich das Gefühl, dass ich den einen oder anderen Kampf doch mal gewinne, weil es einfach viel flüssiger läuft und ich dann im Vorteil bin. Kann ich mir einbilden, aber ich glaube, da ist was dran. Soll mir auf jeden Fall recht sein. So, Flunchi. Da war ein bisschen heiß unter der Mütze. Das ist natürlich ein bisschen viel gewesen für dich. Dann müssen wir nochmal Bodyslam rüber drücken. Komm, Schlaraffel. Richtig. Flunchi wird's dir danken. Nimm das Glurak raus. Jo, tschüss, Glurak. Jo. Der Pass. Jo, das hat echt gesägt. Echt gesägt. Weiter geht's, ne? Weiter geht's. Ja, Freunde, wie ihr vielleicht wisst, ne? Heute ist ja die Fashion Week gestartet. Habt ihr schon so einen Pudel gefangen? Mit guten Werten? Habt ihr ihn schon Haarschnitt verpasst? Oder lasst ihn noch ein bisschen zottelig rumlaufen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich finde ihn ja vom Aussehen her ganz cool, ne? Und mit seiner 10, also ich glaube 10 hat er, ne? 10 verschiedene Möglichkeiten des Haarschnitts. Jo. Ich werde ihn mal in den nächsten Tagen auch da mal hier im PvP testen für euch. Mal gucken, was hier so ein Pudel drauf hat, ne? Ja, gespannt. So, jetzt muss ich jetzt erstmal das Erdbeben schildern. Hat der Meter groß gedacht, der kann mich hier mit dem Erdbeben kurz rausnehmen. Das funktioniert hier aber überhaupt nicht. So, Steinhagel ist mal rüber. Meter groß. Du kriegst nachher ein Erdbeben zurück. Ja, kannst dich schon mal drauf vorbereiten. So, weggeschildert. Aufladen. Elektro-Kollege da drüben. In der erlösten Form. Ach, schild ich auch mal weg, den Eishieb. Hätte ich, glaube ich, so erlebt. Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob du mal wegblitzen willst. So, aufladen. Jetzt denkst du, es ist ein Erdbeben oder nicht mitgezählt hast. Und besser schilden. So, es ist aber nur ein Steinhagel. Siehst du, du hast geschildert. Hab ich mir fast gedacht. Jetzt spielen wir hier mal auf dem Visier. Jetzt muss ich gucken, ob ich das überlebe. Ich bräuchte meinen Flunschi eigentlich noch für Meter groß. Aber gucken wir mal. Eishieb überlebe ich. Ja, Eishieb überlebe ich. Habe ich ein Schild verschwendet vorhin, ne? Echt ärgerlich. So, Erdbeben. Komm ich hier rüber. Ich mache das ganz anders. Na gut, ich fange jetzt mal die Attacke mit Schlaraffel ab. Eigentlich wollte ich die Attacke sofort zünden. Das wäre schöner gewesen. Auf jeden Fall habe ich jetzt mein Erdbeben mal aufgespart für Meter groß. Das hatten wir ja im Hinterkopf, wie ihr wisst. Und dann werden wir mal schauen. So, jetzt werden wir erstmal hier den Bodyslam rüber drücken. Ach, Meter, ist ja wieder da. Hallo. Ja, ist kein Problem. Sei du gerne da. Erstmal ein Knirscher, der macht mehr als der Bodyslam. Und zur Not habe ich für dich immer noch ein Erdbeben. Aber vielleicht kann der Schlaraffel hier auch schon... dich mal hier aus dem Spiel nehmen. Hallo. So, jetzt hast du aufgetankt, ne? Jetzt nimmst du mich erstmal raus. Ich möchte eigentlich gar nicht mit so wenig Energie bei dir da drüben noch eine Attacke einsetzen. Psychokinese, das überlebe ich gerade noch. So, komm her. Komm. Ich fahre mich runter. Komm. Nein. Runterfahren wäre nicht mehr gegangen. Ich musste den Bodyslam einsetzen. Das hätte sonst nicht hingehauen. Ich wollte auch nicht, dass du noch mehr Ladeattacke aufladen kannst. So, damit habe ich dich schon mal weg. Das ist gut. So, Flunschi. Nehmen wir Flunschi für Dragoran und nehmen wir Irokex. Kann ja auch witzig sein, ne? Ja, wobei, wenn ich Flunschi nehme und Erdbeben und Steinhagel, dann bist du auch schon weg vom Fenster. Das passt auch schon. Und du hast bestimmt nur Drachenklaue, also von daher. Was soll passieren?
So, Erdbeben erstmal rüber. Oh, Steinhagel macht ja mehr, ne? Verwechsel ich gerne mal. Steinhagel zieht hier viel mehr rein als das Erdbeben bei Dragoran. Kann ich mir irgendwie nicht merken. Ich weiß auch nicht, aber naja, ist halt so. So, Drachenklaue. Ja, da kannst du noch zwei von rüberschieben, dann bin ich immer noch da. Das heißt, wenn du nur Drachenklaue hast, dann, ja, kriege ich vorher zweimal einen Steinhagel durch. Und du kannst gleich nur Drachenklaue zünden, weil ich sonst vorher zu meinem Stein komme. Oh, guck das mal an, ich das gleich mal gemacht, ne? Der wäre schon weg gewesen. Ja. Oh, du gehst raus. Na, ist auch recht, hallo. Na, dann pumpe ich mal höher auf Erdbeben, wenn du schon mal da bist. Jo, hast du ja gedacht, ne? Ich meine, wechseln tut er wie ein Großer, aber Gott sei Dank kann ich das so schauen. So, tschüss. Das war das Erdbeben, so. Und jetzt komme ich nochmal schnell. Ja, komm. Ja, du musst einsetzen, das ist ärgerlich, ne? So, und jetzt haben wir noch Irokex. Ich sag mal, 3 Sofortattacken maximal und weg ist er. Vorher kommt er auch nicht zur nächsten Drachenklaue. 1, 2, 3. Leider 4, aber es reicht. Du kommst nicht mal zu Drachenklaue, das war's. Das war's für dich, mein Freund. Oh, läuft ja ganz gut, ne? Läuft ja ganz gut, aber manchmal ist es so, manchmal ist es so. Das ist, ich gewinne auch nicht nur immer. Kann hier zwar ganz gut reden, hier gerade am Mikro, aber manchmal kriege ich da natürlich auch schon auf die Mütze. Das ist also schon unterschiedlich, sag ich mal. So, weiter geht's. Ah, sind alle niedriger platziert als ich, das ist auch nicht gut. Da kannst du hier 5-0 gehen und ja, kriegst nichts bei rum, ne? So, komm. Lucario, selten gesehen. Tut ein bisschen weh, der muss ich mal rübergehen. Das hilft ja alles nichts hier. Flunschi. Attacke abfangen. Der Wechsel hat gut geklappt. Muss ich aber wegschilden, Entscheidung sie. Ja, muss ich nicht wegschilden, ne? Hätte ihn nicht gemacht. Ach, Jemini. Der blaue Kollege, du. Den spielen ja auch noch Leute. Den habe ich auch, glaube ich, in der Überliga Remix noch gar nicht gesehen. Mal gucken, wie wir dich erstmal wegkriegen, ne? Ja, oh mein Gott, wie mache ich das denn jetzt? Du hast schon 2 Schilde. Ich kann ja kein Schild einsetzen. Das geht ja nicht. Habe ich ja. Ah, muss ich. Ja, komm, ich muss. Ich muss das machen, das ist ärgerlich. Ob das gut ist, wird sich zeigen. Bin ich gerade ein bisschen ratlos. Warte mal, müssen wir mal überlegen, was machen wir denn da mal. Steinhagel erstmal. Was hat er denn gebracht? Wird gar nicht angezeigt. Achso, da ist ein Schild eingesetzt. Die Animation, manchmal kommt noch ein Steinhagel. Dann sieht das schon wieder besser aus. Ein Schild ist schon mal weg. Das ist schon mal missbrauchbar. Jo, das passt. Hast du immer noch ein Schild, aber dich werde ich los. Auf jeden Fall sind wir schon mal wieder zurück im Spiel. Ich hatte irgendwie so ein komisches Gefühl eben, aber okay, haut hin. Ach, Lucario, da bist du ja wieder. Okay. Dann ist Flunschi schon mal jetzt weg. Ah, müssen wir mit Schlaraffel zurückgehen, würde ich sagen. Du hast noch ein Schild. Nee, komm, ich nehme Irokex. Die drücken sie vor, Attacken. Ich werde mal Überraschungsangriff hier. Komm, ja. Das hat schon ganz weh getan, ne? Diese Vorderattacken drücken schon mal gut rein. Ja, Steigungshieb, das tut mir nicht so weh. Mache ich auch. Kann ich auch. Puh. Habe ich auch. Aber ich glaube, meine Steigungsattacke drückt ein bisschen mehr rein als deine bei mir. Ne? Mal gucken mal. Ja, aber beträchtlich mehr, Kollege. Das war's ja schon für dich, du. Und ein Schild hat er noch. So, wie sieht's aus? Hallo, Slimehawk. Da habe ich die richtige Antwort. Und zwar ein Schmarotzer. Aber du hast noch ein Schild, ne? Du hast noch ein Schild. So, ist okay. Der hält eine Menge aus, davon abgesehen. Ich meine, warum schildet er nicht? Er hat ja nur noch den, ne? Das ist schon so ein bisschen arrogant, ne? Und dann wurde, oh, pff, brauche ich nicht. Kann ich so wegstecken. Ja, Verteidigung sinkt stark, ja, was soll ich machen? Da muss ich wechseln. Damit ich nicht weiter deine Attacke auch was hat. Also, ja. Body Slam. Wäre ja noch schöner. So, jetzt, ach doch, schon ein Schild, wa? Naja, wird langsam eng. Willst mir noch einen Säurespeicher drücken, ne? Aber kannst meine Verteidigung ruhig senken, das reicht trotzdem für dich. Ja, schieß rüber, kein Problem. Ja, mach mal. So, sinkt stark, ist ja alles schön und gut, aber es sinkt ja nur meine Verteidigung und nicht mein Angriff. Dementsprechend ist mein Knirscher noch recht brauchbar. Ja, komm. Ja,
Ah, jetzt wird es aber auch doch noch ein bisschen eng. Ne, komm, ich muss Bodyslam drücken. Der muss jetzt noch drücken. Weil mein Iro-Kex ist so gut wie weg. Nicht nur, dass hier was schief läuft. Ja, so ist besser. So passt das. Schön, zufrieden. Sehr gut. Ja, Freunde. Also wenn euch das Gameplay und mein Gequatsche hier gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr doch ein kostenloses Abo und ein Like da lassen würdet. Wenn es gut läuft, macht noch die Glocke an, um keine zukünftigen Videos von mir mehr zu verpassen. Ja, würde ich mich doch sehr bedanken drüber. So, jetzt werden wir nochmal alles einsammeln, was hier so rumliegt. Jo, haben wir mal ganz Kram. Wen haben wir denn heute hier im Gebüsch? Komm raus da. Hypno! Ja, schon ein paar Mal gesehen jetzt die letzten Tage. Fangen wir nochmal kurz ein. So, komm, Kollege. Ja, danke. Na, nun komm. Ah, schlecht getroffen, ne? Ich weiß nicht, die Belohnung, die werfe ich immer so, weil ich immer denke, na gut, die flüchten eh nicht, ne? Aber denkst du, können sie auch. So. Also flüchten natürlich nicht, aber rausspringen meine ich damit, ist ja klar. Flüchten können die nicht. So. Eingetütet, passt doch. Jo, holen wir uns noch die Rangbelohnung ab. Zu guter Letzt. Und dann haben wir es doch schon wieder für heute. So, Rang 10. Die Season ist noch so lang. Ich hab's nicht eilig. Also von daher, wunderbar. So, Freunde, soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.